Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play SMP Life a Dream. Unser Auto ist weg und wir werden es gleich suchen. Und zwar mit / Find Car. Da hinten, okay. Ab geht's, ja. Mal gucken, wo sich das versteckt. Aber ich werde es bestimmt finden. Ja, letzte Folge haben wir erfolgreich den Autoschein mit Anhänger gemacht. Das heißt, wir sind wieder ein Stück ja, unserer zukünftigen Fraktion, hoffentlich der Regierung, näher gekommen. Und ja, freuen uns jetzt deswegen oder so, so eine Art. Gut, das ist doch unfair. Ich will auch 115.000. Ach, pf, nur 115.000. Wir kennen nur, wie viel Level ist der. Das will ich jetzt wissen, ja. Ob sich das für den gelohnt hat oder nicht. Level 13. Ganz ehrlich, wenn Level 13 ist, ja, dann würde ich sich auch so denken. 115.000. Ja. Ich hätte schon 150.000 gebrauchen können. Oder wenn mit Level 2 oder 1, ja, aber mit Level 13. Pff, das verboten werden. Obwohl, ich habe auch schon auf so lange gespielt, da hatte ich ein hohes Level. Aber kein Geld, ja. Das war nämlich auf LOG früher mal so. Ich habe viel gespielt und hatte auch ein hohes Level. Aber ich hatte nie viel Geld, ja. Ich hatte einmal viel Geld, weil ich Scheiße in der Fraktion gebaut hat und eine Strafe zahlen musste. Aber das war's dann auch. Ja. Irgendwie schon. Gut, warte mal. Ach so, kann das sein, dass alle Autos zurückgespawnt worden sind, wo dieses Piepen gekommen. Ach ja, da, hier. Gut, wo dieses, nicht das Piepen, sondern das. Oh Gott, wie heißt es denn? Das gibt's doch nicht. Der Countdown gekommen ist. So, jetzt aber. Gut, wir werden jetzt wahrscheinlich auch gleich den nächsten Schein machen. Ja. Ich meine, warum denn nicht? So. Jetzt werde ich erstmal gucken, was denn der nächste Schein ist. So, ich habe Autoschein, Autoschein mit Anhänger, LKW-Schein und wann habe ich denn den LKW-Schein gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, Motorradschein, das ist der nächste. Den können wir allerdings gleich, ja, automatisch machen. Ohne einen Fahrlehrer. Ich bin mir nicht sicher, wie viel kostet. Irgendwas um die 10.000 auch, ne? Bisschen drunter. Glaube ich. Kann das nicht irgendwie nachgucken? Ist so ein Motorradschein? Nein, sieht nicht so aus. LKW-Schein. Ja, habe ich. Doktorschein habe ich nicht. Bootschein, Angelschein und Waffenschein. Aber ich glaube, den Waffenschein B, da braucht man ein ziemlich hohes Level, um den machen zu können. Glaube ich. Ich bin mir jetzt da allerdings nicht sehr sicher. Level 6 oder so, dann drehe ich, glaube ich, sowas. Oder was? Tuning-Treffen am Vorplatz. Kommt und hört, wie die Motoren holen. Was ist der Vorplatz? Also am Flughafen-Vorplatz, oh Gott. Ja, dann werden wir jetzt mal schnell den Motorradschein machen. Ich denke, das dürften wir diese Folge noch ohne Probleme hinbekommen. Und dann, ja, hier haben wir wieder zwei Scheine und sind, ja, einer Laufbahn als Regierungsangestellter ein Stückchen näher. So, ich glaube, ich fahre wieder den genau denselben Weg wie vorhin, oder? Nein, werde ich nicht. Deshalb werde ich riskieren, einen Punkt zu bekommen. Sagt er, wenn er um die Kurve driftet. Das riskiere ich ja sonst nicht. Oh, okay. Tue ich doch nicht. Ja, ich dachte jetzt nicht, ich bin ein bisschen weiter rechts und muss dann. Und vergessen. Und muss dann irgendwie. Nun, so ist klar. So, darf hier parken, wo eine Busfallestelle ist? Ach, bestimmt. Bestimmt. So. Und den Carlock habe ich schon gemacht. Nein, ich brauche noch Geld. Ja, was ein glücklicher Zufall. Also steig doch ein. Motor. So. Dann stell dir gleich noch, wie viel kostet der jetzt eigentlich? Ich glaube 8.000, 6.000, 7.000. Irgend sowas um den Dreh. 8.600 vielleicht? Ich weiß es echt nicht. Aber ich denke irgend sowas um den Dreh. Hier könnten wir oben reinspringen. Das ist noch eine gute Idee. Nee, hört sich nicht. So, / Automat. Kann ich das vom Auto aus machen? Haha, es funktioniert. Ich möchte gerne 10.000 abheben. 10.000.
Ja, toll. Jetzt komme ich nicht mehr in mein Auto rein. Doch, natürlich. Aber nur mit Carlock. Wo ist es denn? Hier. Also ganz ehrlich, ja, wenn ich irgendwann mal ein Auto habe, werde ich auf jeden Fall mal das ausprobieren. Oh Gott. Das ausprobieren, ob das wirklich funktioniert, ja. Mit dem Auto einen Geldautomaten zu bedienen. Da überschneidet sich ja was. Hat er etwa ein Skript da kacke gebaut? Ach nein, bestimmt nicht. Okay, dann werden wir hier wieder hier parken. Das war ja ein ganz guter Parkplatz, bis die Autos zurückgespawnt wurden, aber sonst alles gut. Und Motor. Ich glaube, ich hatte sogar ziemlich viel Glück, damit die Autos zurückgespawnt worden sind, oder? Weil sonst hätte ich den wahrscheinlich auch noch abstellen müssen. Und vielleicht hätte ich da einen Fehler gemacht und hätte den Schein nicht bekommen. Aber jetzt habe ich den Schein, weil ich keinen Fehler gemacht habe. Ist klar, oder? So, schlecht Fahrprüfung. Ich glaube, er kostet 8.500. Woher habe ich jetzt die Zahl 8.500? Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, das hört sich jetzt hammermäßig danach an, als wenn ich jetzt kurz nachgeguckt hätte oder so. Aber ich wusste es echt nicht, ja. Und jetzt habe ich doch die Antwort nach. Wie geil ist das denn bitte? So. Also ich wusste es echt nicht, ja. Wirklich. Jetzt hier denkt, ich verarsche euch oder so. Nee, ich habe nicht nachgeguckt oder so. Ich wusste es echt nicht. Und ich hatte es richtig. Ich weiß selber nicht, warum. Ach ja, solche Zufälle sehen auf YouTube immer so gekünstelt aus, ja? Ich frage mich, ob das bei mir auch so ist. Uiuiui, da bin ich zu schnell gefahren. Aber ich denke, ich soll den Schaden ohne Probleme schaffen. Ohne Probleme. Mit den 70 km/h. Die Federn sind auch noch okay, glaube ich. Das Spiel, was interessiert mich die Federn? Ja, ne? Fahren wir mal hier schön mit unseren 80. Wie soll denn Tempomat oder so geht oder Tempolimit? Gibt's sowas? Ich weiß nicht. Ich kenn Server, die haben das. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Ich weiß auf jeden Fall mal, dass ich auf einen gespielt habe, der sowas gekonnt hat. Aber das war unglaublich verbuggt. Ja, dann haben plötzlich die Bremsen nicht mehr funktioniert und nichts mehr. Also das war echt schlecht. Und dann hat man die ganze Zeit Unfälle gebaut. Und man hat sich auch nicht darauf verlassen können, damit man wirklich unter der Geschwindigkeit bleibt. Aber es gab wenigstens sowas. Ne? Wenigstens mal probiert. So. Das ist doch Autobahn, oder? Gestern habe ich doch. Nee, einfach nein. Es ist zwar eine Autobahn, aber ich darf einfach nicht. Ja, toll. Hey. So. Als nächstes, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes für einen Schein machen muss. Hier stand noch 120, ja? Das gibt's nicht. Ich darf 120 fahren. Ja, da stand's. Da war irgendjemand zu faul, das in der Fahrschule so einzustellen, damit dann zwischen Checkpoint X und Y eine höhere Geschwindigkeit haben darf als zwischen anderen Checkpoints. Toni, ich darf mal am Flughafen. Komm, wird aufgemotzt zeigen. Kann man zeigen, was ich habe. Ich habe keine aufgemotzte Karre. Und ich sehe auch keinen Grund, bei sowas mitzumachen. Ja. Aber ich sehe einen Grund dafür, einen Kommentar abzulassen. Oh ja. Na, bin ich nicht elegant ohne Helm. Auf dem Motorrad. Yay, super Idee. Naja. Was will man machen, ne? Helm aufziehen. Ha. So. Ja, die Folge ist auch schon wieder fast zu Ende. Also nicht, das soll jetzt nicht die Schluss. Obwohl, das kann wirklich schon die Schlussrede sein, ja. Die Folge ist schon fast zu Ende, ja, Leute. Wir haben viel erlebt. Und werden nächste Folge noch viel mehr erleben. Wenn wir den nächsten Schein machen werden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, ja? Nächstes Mal werden wir nämlich den Schein. Ne? Nächstes Mal werden wir nämlich den Traktorschein machen, ja? Schaltet dazu wieder ein, ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.